Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Overwatch, diesmal das 2, jetzt hier 4 Mann Lango, einer rechts im Pit, mal gucken, ob es irgendwie angesagt wird. Er müsste eigentlich gesteppt haben, so dass man ihn gehört hat, alles klar, jetzt wird er bestimmt eh penetriert. Hier, mit 4 Mann rein, aber dafür lebt er ganz schön lange, wow. Wow, der hat jetzt gerade beide getötet. Die sind da mit 4 Mann hingekommen, beziehungsweise haben mit 3 bis 4 Mann auf den Gegner geschossen. Und, haben es dann nicht hingekriegt. Schon ein bisschen bitter. Mach mal das Overlay weg. So, dann wird er jetzt natürlich wegaimen. Eine Standard-Aim-Position, wo man abaimt eigentlich als AWP-Spieler. Unten wird man eigentlich theoretisch dann auch noch abaimen. Oben hat er ja abgeaimt. Von daher. Gut, den nächsten weggeholt. Den hat er ja gerade schon gesehen, aber er moved sehr, sehr komisch. Also er spielt sehr komisch. Finde ich. Gucken, was er jetzt macht. Oh, das sieht aber schon arg nach Heck aus. Wenn jetzt einfach noch ein paar Mal reingucken, aber das sieht schon sehr nach, dass er mit Heck spielt. Nochmal nachaimen, damit er genau auf Head-Höhe ist. Das sieht man jetzt gerade. Wow. Und da war er auf Bauch drauf und machte einmal einen Headshot. Ja, gut. Habe ich gesagt, der hat keine Hackern. Wenn jetzt einfach nochmal weitergucken, dann kann es sein, dass er gerade einfach geflickshot hat wie die Pest. Aber ich glaube eher daran, dass es ein Hack ist. Allein wie er sich schon positioniert hat, um den Gegner zu holen. Da auch dieses Zittern mit dem Aiming drin. Ja, der Kollege hat zu 99,99999% hat er Hackern. Vor allem hat er einfach gar kein Aim. Oh, da wieder durch die Wand so ein bisschen drauf gemoved. Oh Gott, aber er moved da noch komplett mit drauf auf die durch die Wand, anstatt einfach nur wie normaler Mensch, alles klar, ich sehe das, er könnte da sein und dann schieße ich. So macht er das ja nicht. So, da auch vorher schon mit Warlock durch die Wand geguckt. Also ich würde behaupten, er hätte einen Warlock an. Auf jeden Fall, ESP oder so. Und da ist irgendwie noch eine Aimhilfe mit drin, aber da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen durchgucken. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, was der Kollege so anhaben könnte. Ein Trigger wird es eher nicht sein. Da glaube ich nämlich nicht dran. Aber ich glaube jetzt eine kleine Aimhilfe, oder? Man munkelt, ich weiß nicht so. Gut, da oben wieder dieses Up-Aim. Wow, wunderschön. Weil er nämlich auch immer schon so ein bisschen, also er rennt so ein Stück, also er moved schon ein Stück und dann schießt und dann ist er immer noch fett drauf. Und das wundert mich halt. Da würde ich behaupten, dass da auch noch eine Aim-Hilfe hintersteckt. Vor allem, weil er auch manchmal so schnell aimt, dann aber zwischendurch einfach gar nichts mehr trifft. Als würde er das irgendwie, ja, keine Ahnung, steuern können. Jetzt wird er natürlich hier auffällig in Tunnel reinpushen, weil er weiß ja, der Kollege da drin ist. 19-3. Siehst du da schon wieder? Er ist so im Rückwärts-Moven, schießt rechts daneben, aber trifft links den Gegner. Und das ist halt. Das hat er jetzt schon so häufig gemacht, dass da auf jeden Fall auch eine Aim-Hilfe hintersteckt. Deswegen werde ich ihn dafür auch reporten als Warlock. Aim-Hilfe. Griefing ist keiner zu sein, zu sehen. Er ist nicht AFK, er Bunnyhoppt nicht, er beleidigt nicht. Doch da jetzt. Wow. Ui. Das war gerade ein ganz schön langer Bunnyhop. Aber es ist ja nicht Griefing, es ist ja so extern. Sprich, für Scripts nochmal Report, aber das sah gerade aus wie ein recht guter Bunny Hop. Oh, immer dies durch die Wand gucken. Jetzt der Gegner dann abgeschossen, zack, wieder hinterher gepusht. Ja. Wo ist der Letzte? Oh, er guckt schon durch die Wand, alles klar, er hat gefunden. Mal gucken, ob er jetzt noch ein, zwei Situationen Bunny Hop macht, dann werde ich den für External, also für Scripting und sonst was auch noch reporten, aber für das eine Mal. Doch, eigentlich könnte man es machen, ne? Eigentlich könnte man dafür reporten. Meine Katze ist gerade am Ausrasten und kratzt gerade an der Tür rum. Ich weiß nicht, was mit der falsch ist. Jetzt hier unten am Rauspushen. Er sieht das natürlich. Verschießt er? Tatsächlich.
gucken, ob jetzt nochmal irgendwann anfängt zu bunnyhoppen. Hat er ihn getroffen? Nee. Hätte aber sein können. 22-1-3 steht er jetzt auf jeden Fall schon richtig krass. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich ihn für external ja, einen Report geben soll, weil er hat gerade einmal gebunnyhoppt, kann aber auch Glück gewesen sein, aber meistens ist das ja so, wenn jemand schon so krass mit ESP und Aim-Hilfe und so abgeht, dass da dann meistens so ein Skript hinter steckt. Da war jetzt auch gerade schon wieder Bunnyhop, aber nur 3 Moves. 3 Hops nur. Da kann man dann sehr, sehr schwer dran sehen, wie das mit dem Skript ist. Jetzt wird natürlich der letzte CT mit Warlock gehuntet. Ist ja auch nicht unbedingt schwer. Wow. Und hat dann auf den Sack bekommen. Das ist nämlich mal Karma. Und jetzt einfach mal gucken. Meine Situation kommen. Boah, da war jetzt aber zweimal drauf. Durch dieses ganze Zittern ist er, hat er nicht richtig geschossen. So, jetzt ist 4 gegen 2 Situation. Oh, da hat er die Aim-Hilfe wieder gezuckt. Hat sie wieder funktioniert. So, er weiß natürlich jetzt, dass er in der Pit sitzt. Der letzte Pit ist. Mein Gott, so auffällig kann man doch jetzt echt nicht spielen. Er versucht jetzt bestimmt da noch in die Wand rein zu holzen oder so. Das wäre noch echt witzig. Wollen, dass die Gegner überhaupt noch so spielen. Ich meine, man sieht doch, dass der Hack anhat. Ich würde mich da noch gar nicht so hinsetzen. Ich würde mich irgendwie closer oder was setzen oder ab, ey. Sonst fuchsiere das habe ich überhaupt nicht. So, mal gucken, was sie jetzt hier machen. Werden sie jetzt endlich mal drauf gehen oder? Okay, da hat er nass gemacht. Das müsste jetzt auch gewesen sein. Boah. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch eine Runde sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass der Typ komplett anhat. Gucken wir mal bei Ihnen, was Interessantes passiert. Nö. Jetzt hier A-Stack. Auf der CT-Seite A-Stack. Keiner verschiebt rüber B. Die haben alle bestimmt keinen Bock mehr, weil sie die ganze Zeit auf Schnauze bekommen haben. Jetzt laufen 2 spät los. Ich schätze mal, die wollen einfach ein bisschen das Timing bewahren. Wurde aber keiner getroffen. Einer jetzt von B weggesnackt worden. Boah, der macht aber auch eine Zitteral-Scheiße. Da ich viel Protein für alles außer Griefing, wirklich. Das ist ja pervers. Wollte ihn, dann soll sowas nicht auffällig sein. Alles klar, also er kriegt. Das kriegt er rein. Vision Assistant kriegt er rein. Und dieses External einfach wegen dem Jumping. Griefy natürlich nein. Alles klar. Hoffe, es hat euch gefallen. Euer Max und yo, ciao.